Das ist jetzt dieses Jahr die dritte Veranstaltung. Wie hat das alles begonnen? Das hat tatsächlich mit dem Bau dieses Flugzeugs hier begonnen, das in 2008 fertiggestellt wurde. Die drei Portana-Jungs, die das nach Bauplan gebaut haben, haben dann mit unserer Hilfe den Jungfernflug gefeiert. Das war sozusagen die erste Airborne-Party, die zustande gekommen ist. Damals noch in Fennebeck. Und der Vorteil hier ist, das kann man sehen an dem weitläufigen Gelände, dass natürlich der Zuschauer, der sich einfach nur interessiert, sehr nah an die Maschinen rankommt, so wie wir jetzt hier stehen. Ja, und auch mit dem Piloten mal sprechen kann und ein paar Details erfragen kann und so weiter. Was hast du bis jetzt alles schon gesehen? Flugzeuge. Weißt du auch, was das für Flugzeuge sind? Segelflieger. Motorflugzeuge und eins, das die Segelflieger startet. Es ist vom Typ ein Kibitz. Die Grundkonstruktion ist von 1983. Wir haben eine Arbeitszeit von ungefähr 2.500 Stunden aufgewendet. Und an Material, komplett mit allem drum und dran, sind dann so um die 35.000 Euro zusammengekommen. Vom Flieger her, wir haben hier ein Ultraleichtflugzeug. Das heißt, wir haben ein maximales Abfluggewicht von 450 Kilo. Das heißt, diese 450 Kilo sind Flugzeug, Piloten und Sprit. Also ein Highlight wird ganz sicher sein, der Formationsflug. Einige Kibitz-Piloten tun sich also zusammen, um ein Fliegertreffen in Nienburg zu besuchen. Dazu starten sie hier gemeinsam, bilden eine Flugformation und fliegen dann rüber nach Nienburg. Wir machen hier heute Rundflüge und auch so ein bisschen Demonstration, was so ein Tragschrauber kann. Tragschrauber sind in Deutschland seit etwa 5 Jahren zugelassen, sind Ultraleichtflugzeuge. Bisher ist es ganz schön hier, wir haben Glück gehabt mit dem Wetter und ja, sind sehr viele interessierte Leute hier. Ich habe selbst einen Pilotenschein und bin gerade am Bauen. Ich baue so einen Kibitz zusammen. Der steht aber noch im Stahlgestell. Wie lange bauen Sie da jetzt schon dran? Knapp 2 Jahre muss ich sagen dazu. Und das werden aber wahrscheinlich noch mal 1,5 bis 2 Jahre werden, wie ich das so sehe. Ich habe mich da, glaube ich, ein bisschen verschätzt von der Zeit her. Also die Kibitzflieger, wir haben ja eine ganze Reihe von Kibitzmaschinen hier als Gäste, die nutzen dieses Treffen als Erfahrungsaustausch. Das ist so eine Plattform geworden. Das freut uns, dass die gerne unsere Gäste sind und wieder angereist sind, trotz des widrigen Wetters gestern. Ja. Für die Zuschauer ist es interessant, weil sie die ganze Vielfalt der Kibitze erleben können. Also jeder hat ja so sein individuelles Unikat erzeugt, ja. Ob das die Farbgebung ist oder die Motorhaube oder andere Details, die man so beobachten kann. Ne? Die Zuschauer, die heute tagsüber da auf ihre Kosten kommen, werden ihren Spaß haben. Das Wetter ist top geworden. Heute Abend ist dann wieder Airborne Party. Das ist eine Ü30 Party, also es gibt Einstiegsvoraussetzungen. Ja? Und dann wird der DJ Tom, der die letzten 2 Partys auch schon, also ein gutes Händchen für Musik bewiesen hat, uns wieder einheizen.